Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Ja, ich bin auf Erholungswochenende von meiner Corona-Infektion. Ich habe gestern kurzerhand alle 7 Sachen zusammengepackt und bin losgefahren. Und zwar stehe ich wieder mal am F60. Das ist ja hier geflutet worden und hier ist ein schöner See entstanden. Und hier sind auch am Wochenende mal relativ viel Wohnmobile. Im Moment ist es sehr ruhig, wir sind nur zu zweit. Und es ist immer so ein kleines Stückchen Oase, wo man auftanken kann. Und dann kommt noch hinzu, unser Hund schläft im Wohnmobil deutlich besser und ruhiger, so wie ich auch. Zu Hause ist er sehr unruhig nachts und geistert durch die Gegend. Und wir haben schon die Vermutung gehabt, ob es anfängt, dass er leicht dement wird, weil er da die deutschen Sachen macht. Also im Haus ist er sehr, sehr unruhig und hier im Wohnmobil ist es alles wunderbar. Da klappt das perfekt, da kommt er nachts nicht raus und will irgendwo hin oder irgendwas. Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, wegzufahren, damit ich einfach mal durchschlafen kann. Und und jetzt ist einfach mal so ein kleiner Kurztrip am Wochenende, nur damit ich mich mal ein bisschen erholen kann. Das war schon echt heftig gewesen. Und das Ärgerliche war ja, dass ich wirklich selbst dran schuld war. Ich, diejenige, die schon Frau Lauterbach genannt wird, weil ich wirklich immer akribisch war mit Hygiene, war wirklich das erste Mal unvorsichtig. Wie dumm muss man sein? Also meine eigene Schuld. Und von daher darf ich nicht meckern. Ich hatte es 4 Tage heftig, also wo ich wirklich absolut flach gelegen habe, wo nichts ging, also wo man wirklich krank war. Es ist so vergleichen wie mit der Influenza. Und dann war das aber wirklich so, dass das schlagartig von einem Tag auf den anderen fast wie weg war. Also ich habe mich auf einmal von einem Tag auf den anderen total gut gefühlt und hatte fast keine Nachwirkungen mehr. Also es war ganz merkwürdig. Mein PCR-Test war auch schon weit über 30, also sagten sie mir, sie brauchen nicht mehr in Quarantäne sein, es ist alles gut, sie sind nicht mehr ansteckend, aber trotzdem zeigt das Testergebnis, also bis gestern hat es immer noch positiv angezeigt. Von daher bin ich natürlich vorsichtig. Nachher wollen eigentlich die beiden M&Ms kommen und wir wollten uns treffen, muss ich mal nachher einen Test machen, wie es heute aussieht. Sowieso alles nur mit Abstand und an der Luft draußen. Aber es tut mir mal gut, draußen zu sein und war nur gestern natürlich wieder ein bisschen viel alles so einräumen, sauber machen, Wohnmobil, das war noch nicht sauber gemacht vom Urlaub. Ich musste das erstmal sauber machen, alles einräumen, wie es dann so ist, muss ja doch alles neu rein, Wasser etc. Ich war gestern Abend dann doch ganz schön kaputt und ich merke es auch heute ein bisschen. Also es wird Zeit, dass ich mich heute mal so schön ausruhen kann, schlafen, erholen, ein bisschen spazieren gehen und nichts machen. Das zu Hause bleibt ich dann doch wieder nur rum. Also, ja, das war mein kurzes Corona-Update. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Passt schön auf euch auf. Es braucht wirklich kein Mensch. Aber auf der anderen Seite im Nachhinein hätte ich von vornherein gewusst, dass ich nach 4 Tagen auch dann durch bin. Dann hätte man mehr Motivation gehabt, als man sich so krank fühlt. Da ging's einem schon echt scheiße, wenn ich ehrlich bin. Also gut, dann ja, vielleicht bis später. Tschüssi. Freunde, wir haben heute einen schönen Tag verbracht zusammen, nämlich die M&Ms sind auch da. Ich halte euch gerade darüber. Und ja,
Wir können ja leider nicht zusammen essen, weil ich ja immer noch ein bisschen positiv bin. Also der Strich wird jetzt deutlich dünner hier. Aber zeigt immer noch an und von daher sind wir halt auch vorsichtig und halten Abstand. Ich sitze weit ab von den beiden und wir waren gerade spazieren mit den Hunden und sind immer an der frischen Luft, also da dürfte nichts passieren. Ja, ich mache jetzt mal zu essen. Und zwar gibt es bei mir heute, ich mache Hackfleischsoße mit Kidneybohnen und so. Und ja, dann Wraps dazu. Und da werde ich mich jetzt mal ans Schnibbeln begeben. Und werde mal langsam anfangen, das Essen vorzubereiten. Weil so langsam stellt sich auch ein bisschen Hunger ein. Ich habe übrigens überhaupt nichts abgenommen bei der ganzen Geschichte jetzt hier, obwohl ich so krank war und geschwitzt habe und alles. Aber ich hatte leider Gottes ja sehr wenig Geschmackssinn gehabt. Und was ich geschmeckt habe, war süß. Und deswegen habe ich auch recht viel Süßes gegessen. Ich hatte auf nichts anderes Appetit, als außer auf Süß. Und dann habe ich halt sehr viel Süßes gegessen und von daher hatte ich meine Kalorien trotzdem drin. Ja, naja, ist halt nicht zu ändern. Aber besser ein bisschen mehr was auf die Rippen und gesund, als schlank und krank. Ja, ich habe jetzt hier so eine Gemüsezwiebel. Normalerweise wäre natürlich eine richtige Zwiebel besser. Aber ich mag das nicht so, diesen ganz scharfen Geschmack. Und die sind halt leichter hier. Die schmecken nicht so ganz so stark nach Zwiebeln. Und von daher habe ich mich für die Gemüsezwiebel entschieden. Ja, die kommt dann jetzt auch noch geschnippelt dazu. Ja, also zum Kochen nehme ich jetzt hier Olivenöl und das ist auch eins, was man erhitzen darf. So, so sieht das Ganze dann aus. Hier habe ich mein Wrap drin und jetzt kann es gleich losgehen. So, so sieht das Ganze aus. Ich habe mir noch ein bisschen Käse drauf gemacht und jetzt gehe ich essen. Freunde, mein letztes Frühstück, Wochenende ist vorbei. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende gehabt und ich konnte mich echt gut erholen, wirklich. Und das ist immer wieder schön hier. Gestern war es halt ein bisschen laut, klar, 1. Mai, Feiertag, waren viele unterwegs. Aber ansonsten also wirklich ein schönes Wochenende. Jetzt werde ich noch ein schönes Frühstück genießen, habe mir sogar heute ein Ei gegönnt. Und gekocht, bisschen Müsli. Und jetzt werde ich noch schön ausgiebig frühstücken. Und dann geht die Woche los. Und die hat es die Woche wirklich in sich. Ich habe echt ganz viel Termine.
Und aber das habe ich mir auch extra so gelegt, weil Michael kommt nächstes Wochenende nach Hause. Der war jetzt schön 14 Tage unterwegs gewesen, eigentlich noch länger, und hat meine Corona-Infektion schön Abstand gehabt. Und der kommt am Wochenende nach Hause, und dann wollen wir nächstes Wochenende in Stettiner Haff fahren. Wir haben bei der Familie Dachner angerufen und haben gebucht. Ich freue mich, ich hoffe, das Wetter spielt mit, hoffentlich. Und dann wollte ich das dem Michael mal zeigen. Und dann werden wir auch noch mal nach Altwarp auf den schönen Stellplatz fahren. Da freue ich mich jetzt total drauf. Und deswegen habe ich mir auch diese Woche vollgepackt, und dass ich alles in einer Woche schaffe. Weil anschließend, wenn wir zurückkommen, ist bei uns ja Hausrenovierung dran, die Außenfassade und alles Mögliche. Und ja, da muss ich mal gucken. Da will ich eigentlich auch nicht vor Ort unbedingt sein, weil wir dann auch das Wohnmobil dort nicht hinstellen können. Und von daher muss ich alles in dieser Woche jetzt erledigen. Also, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn ihr Lust habt, fahrt mal hierher, schaut euch den Platz an, solange wie es noch geht. Dann ist es irgendwann Feierabend, wenn hier alles erschlossen wird, wird irgendwann kommen. Dann ist es nicht mehr so, wie es jetzt ist, so ursprünglich. Also, eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Habt lieben Dank fürs Zuschauen. Tschüssi!